Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schmeier, Diplompsychologe, Paartherapeut, Coach, spiritueller Coach und vieles mehr. Und genau, wenn du meine Arbeit suchst, findest du auf liebeschipp.de und es gibt auch bis Sonntagabend einen 20% Code, der heißt Anfang 20, groß geschrieben, ohne Leerzeichen, 20% auf all meine Kurse mit Ausnahme der Bootcamps, muss ich noch sagen dazu, da haben wir immer noch den Code Sommer 50 mit 50 € Gutschein. Schreibe ich nochmal hier unten drunter, müsst ihr jetzt nicht merken. Und auf meine wunderbaren Beutel, weil die so knapp kalkuliert sind, gibt es leider auch nicht. Könnt ihr jetzt bestellen. Das steht hier, das Universum macht keine Fehler. Ihr bekommt in jedem Beutel wunderschöne Aufkleber. Es gibt noch die Sprüche. Wahre Liebe kann keine Opposition. Und wo sind seine fucking Standards? Gibt's auch alles als Beutel, kriegt die Aufkleber. Und noch, unabhängig jetzt von der Aktion, die jetzt läuft, ein 10-Euro-Gutschein auf Kurse. Das ist also eigentlich No-Brainer, sich so einen wunderschönen Beutel zu holen. Findet ihr auch bei den Kursen. Und guck mal, wie schön. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ah, herrlich. Genau. Heute haben wir wirklich sehr schöne Fragen von euch. Gerade wenn du auch solche Fragen hast, stell lieber ein Formular auf liebeschipp.de. Passive Bindungsangst oder zu hohe Standards? Super Frage. Hallo Christian, mittlerweile zwar etwas unregelmäßiger, aber als nunmehr 3 Jahre treue Zuhörerin und Kursteilnehmerin stelle ich mir momentan häufiger die Frage, wo die Grenze bzw. Unterschied zwischen passiver Bindungsangst und hohen Standards liegt. Ich vermute, du meinst eher aktive Bindungsangst. Übrigens erstmal das vorab, weil passive Bindungsangst ist eigentlich, ich lebe meine Bindungsangst nicht, sondern date Menschen mit Bindungsangst und ja, und wundere mich dann, warum das alles nicht klappt. Und passive Bindungsangst ist eigentlich häufig, zeigt sich das eben eher als Verlustangst gefühlt. Aber wie gesagt, hinter Verlustangst liegt häufig passive Bindungsangst. Hinter Bindungsangst liegt häufig immer so viel passive Verlustangst. Also es ist ganz eng miteinander verwoben. Ist auch, ja, wenn dich da mehr für interessiert, Modul 1 immer wieder schon tausende Menschen haben da mitgemacht. Umprogrammierung des Liebeschips, mein Signature-Kurs. Genau, informier dich bei jemand, der das auch entsprechende Ausbildung hat und so. Und es gibt ja mittlerweile doch viele Menschen, die über toxische Beziehungen reden und weiß ich nur, weil sie vielleicht mal in einer waren und auch dies und das anbieten, finde ich immer ein bisschen schwierig. Und aber gut, die Welt ist bunt und ja, muss auch letztlich jeder selber wissen, wo er sich dann Hilfe sucht. Genau. So, ich habe vor 4 Jahren meine hochtoxische Beziehung beendet. Das erste Jahr habe ich dank deiner Kurse gut verkraftet und wahnsinnig viel über mich und meine Beziehungsmuster, Ursachen etc. gelernt. Das war ein höchst spannendes Jahr. Ja, jetzt gehe ich als glücklicher Single zufrieden durchs Leben. Hast du schon mal viel geschafft, ne? Ist eine Art innerer Ruhe und Ausgeglichenheit eingetreten, die ich vorher nie spürte. Das in sich ist doch schon total viel wert, ne? Freunde und Arbeitskollegen melden mir oft zurück, dass sie meine offene, freundliche und lustige Art sehr schätzen. Ich bin angekommen, habe zu mir gefunden. Ein netter Mann wäre das i-Tüpfelchen. Also wenn du so drauf bist wie jetzt, wird es meist nicht mehr so lange dauern. Es gab dazu bereits hinreichend Gelegenheit, aber es ist nie meinerseits was geworden. Ah, okay. Dadurch, dass ich mit mir so im Reinen bin, Job, Freunde, Hobby und Kinder mich derzeit komplett ausfüllen, habe ich nicht mehr das zwingende Bedürfnis, beim ersten Mann gleich Ja zu sagen. Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch genau der Zustand, wo du sein willst, ne? Ich habe mittlerweile, glaube ich, hohe Standards und möchte mich nicht mit 50% zufrieden geben. Ist das normal oder schon passive Bindungsangst? Viele Grüße. Inirenovka-Lovka. So, also wenn überhaupt, wäre es ja aktive Bindungsangst, weil bei aktiver Bindungsangst haben wir diese Überstandards, also keiner ist gut genug und so. Also, ich will das jetzt nicht völlig wegschieben. Es könnte sein, weil wenn du, ist ja auch in diesem, ich habe ja so ein Umsonstmodul als Einstieg und da ist ja auch so ein Video drin, Station des Liebeschips-Weges, dass man so ein bisschen weiß, wo man steht und eine Station ist eben
häufig, dass man auch selber durch so eine Bindungsangstphase geht oder seine eigene Bindungsangst entdeckt, auch wenn man vorher eher liebessüchtig war und so. Also will ich jetzt nicht in Abrede stellen und könntest du dir auch mal angucken, Modul 4 zum Beispiel wäre vielleicht was für dich, und auch zu gucken, ob man so Überstandards hat, ne? Oder auch Liebeship Pro könnte was sein. Also habe ich da Überstandards? Bin ich zu picky? Ist keiner gut genug? Das wären schon so Bindungsangst-Themen. Aber sollen wir mal ganz ehrlich sagen, solange du zufrieden und glücklich bist, ist ja sowieso alles gut irgendwie, ne? Und ich würde auf der anderen Seite schon sagen, ja, ich sehe mich ja als High-Performance-Coach und ich wünsche euch allen einen super coolen Partner so, und wenn, ne, oder auch mehrere oder was immer ihr haben wollt. Und ja, warum sollte man 57% zufrieden gehen? Also sehe ich auch nicht ein. Dann würde ich dem Universum tatsächlich auch sagen, ey, what's up? Nur 50%? Nicht mit mir. Aber auf der anderen Seite zu sagen, ich hätte gern 100%, finde ich auch schwierig. Ne? Also, weil nichts in dieser Welt, in der Dualität, in der wir leben, ist nichts hundertprozentig schlecht, noch hundertprozentig gut. Also wenn du sagst, ich möchte nicht mehr als 50, möchte schon mehr als 50%, klar. Aber wenn du sagst, ich möchte 100%, dann würde ich tatsächlich überlegen, ist nicht doch Bindungsangst so, ne? Also insofern ist es wirklich eine gute Frage, weil Bindungsängste haben Überstandards, Verlustängstler haben zu wenig Standards. Und ja, da wäre es mal notwendig, sich zu erforschen so ein bisschen, okay, gibt es vielleicht eine Angst, sich wieder einzulassen und dann vielleicht doch wieder, vielleicht die Angst, dass man doch wieder in irgendwas Verlustängstliches rutscht, wenn es nicht funktioniert. Also was man, glaube ich, nicht haben muss, nach noch so viel Erfahrung, die du jetzt hast und so viel Zeit, die vergangen ist, aber zu gucken, gibt es da noch so Befürchtungen, gibt es da noch kleine Mauern, die man noch nicht abgebaut hat, gibt es da noch so eine Übervorsicht, einfach nach dem, was du alles erlebt hast. Könnte schon sein. Und vielleicht wäre es ja auch gut, sich einfach mal mit auf jemanden einzulassen, ne? Der vielleicht nicht 50% oder vielleicht 70% abdeckt und zu sagen, okay, ich probiere es mal aus, du musst ihn ja nicht gleich heiraten, musst auch nicht mal gleich sagen, wir haben jetzt sofort eine Beziehung, sondern du kannst sagen, Mensch, ich weiß nicht, aber ich würde es gerne mal probieren mit dir, einfach, dass man mal wieder so reinkommt ins Dating, vielleicht mal wieder mit jemand anderem schläft und guckt, wie es ist und ja, also würde ich jetzt niemand raten, der noch im aktiven Liebessuchtmodus ist, aber das ist ja immer so, es gibt nicht diesen einen Ratschlag, es ist, gut, manchmal gibt es ja schon, wo sind deine fucking Standards zum Beispiel, ist natürlich ein Ratschlag, den man immer wieder geben kann, aber ja, kann man auch zu viel von haben. Und es geht darum, in die Mitte zu kommen. Vielleicht bist du ein bisschen im Minus und Leuten, die lange nicht gedatet haben, ein bisschen im Minus sind, sage ich immer, komm, ran an die Buletten, ne? Probier's mal aus einfach und könntest ja mal drüber nachdenken, ob das was für dich wäre. Aber letzten Endes kannst du das wissen. Kannst auch deine Standards mal mit deinen Freundinnen besprechen, ob die denken, sind zu hoch und aber wenn man so Dornröschen-mäßig jeden Mann abweist, und das eigentlich schon eine coole Auswahl ist an Männern, ja, sollte man vielleicht doch mal einem eine Chance geben. So. In diesem Sinne, viel Spaß beim Shoppen, ne, mit dem schönen Code und viel Spaß bei Beutelinis, ne, schicki Beutelis, schönes Material, mundgeblasene Baumwolle irgendwie, ne, beim Mondschein geerntet. Sehr schön. Genau, vegane Aufkleber. Richtig gut, richtig fein. Alles dabei. Wir werden uns bald wiedersehen.